Hallihallo, ihr Lieben da draußen, an alle, die an Nushu interessiert sind und sich heute noch ein bisschen weiter informieren wollen. Schön, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Einige trudeln noch dazu. Auch Laura kommt zu mir. Genau, wir sind heute zu zweit aus der Nushu Crew dabei, Laura und ich, damit ihr auch so ein bisschen wisst, wer dahinter steckt. Auch uns werdet ihr, wenn ihr denn dazukommt ins Team Nushu, ja, in Zukunft bei den Events oder so auch wieder antreten. Ich bin Antonia, seit anderthalb Jahren bei Nushu und vor allem für das Community Management zuständig, was mich auch heute sozusagen in diesen Call bringt. Ich bin nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der Mitgliedschaft ja, für alle Belange rund um die Mitgliedschaft und ja, alle möglichen Anliegen, die ihr dann haben könntet, für euch sozusagen ja, in vielen Fällen Number One Ansprechpartnerin. Genau, und mit mir dabei ist heute Laura. Stell dich doch auch nochmal vor, kurz. Genau, ich freue mich auch total, dass ihr alle da seid. Liebe Grüße auch aus Hamburg. Ihr könnt auch gleich schon mal den Chat warm laufen lassen und uns schreiben, wo ihr euch alle befindet. Cool, dass ihr heute alle dabei seid, um Nushu kennenzulernen. Wir werden euch gleich ganz viel zu uns erzählen. Und ich bin Laura, ich bin bei Nushu für das Projektmanagement der Events zuständig. Das heißt, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und wird aber an dieser Stelle, bevor wir dann starten mit unseren Fragen, oh, hier kommen ganz viele Städte gerade rein, toll, alles dabei, auch in Mailand, oh schön, sehr schön, ja cool. Wow, ja. Hammer, ja, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten dabei. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut, ich freue mich auch sehr. Ich würde euch noch ein paar technische Hinweise geben, bevor wir dann starten. Ich sehe nämlich gerade bei den ganzen Nachrichten, die in den Chat reintrudeln, den könnt ihr auch gerne weiter nutzen, aber ihr könnt bei Versenden an auswählen, an wen die Nachrichten gehen sollen. Und bei manchen Nachrichten haben nur Antonia und ich die Ehre, die zu sehen. Das ist nämlich der Fall, wenn ihr Host und Diskussionsteilnehmer auswählt. Wenn ihr wollt, dass alle die Nachricht sehen können, dann könnt ihr einmal alle auswählen und dann sehen das auch alle. Genau, das heißt, für die laufende Kommunikation im Chat könnt ihr da immer fleißig schreiben. Wenn sich Fragen ergeben, könnt ihr das separat in der F&A-Funktion schreiben. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, die einzelnen Fragen hochzuvoten. Das heißt, wenn eine andere Person eine Frage stellt, die ihr auch spannend findet, die ihr auch gerne wissen wollt, gebt ihr einen Daumen hoch. Und wir werden uns dann, nachdem wir erstmal so ein paar allgemeine Infos durchgegeben haben, den Fragen widmen und mit den Fragen starten, die die meisten Daumen nach oben haben. Und ich glaube, damit hätten wir erstmal alles. Ihr seid alle ohne Kamera und Ton eingeschaltet. Das heißt, Antonia und ich führen hier einen Dialog und würden euch natürlich auch gerne sehen, aber ihr könnt euch gerne über Chat und F&A-Funktion dann bei uns melden. Darüber freuen wir uns sehr. Genau, und ich schaue jetzt mal Antonia an, wenn ich nichts vergessen habe an technischen Hinweisen, würden wir direkt einmal starten. Wir werden euch so ein bisschen was im Dialog zu Nushu erzählen und fangen mal ganz basic an. Antonia, warum wurde Nushu eigentlich gegründet und warum ist es exklusiv weiblich? Ja, eine Frage, die uns ganz häufig gestellt wird und natürlich in einem Startup ist natürlich die Gründungsgeschichte immer ganz, ganz spannend. Also Nushu gibt es seit ja jetzt 4,5 Jahren, also gar nicht mehr so. Ich glaube, in manchen Zeitrechnungen zählen wir schon gar nicht mehr als Startup, sehen uns aber immer noch so, sind natürlich ein kleines Unternehmen, aber mit ganz, ganz viel Power dabei. Und genau, unser Ziel war es seit Anfang an, Frauen miteinander zu vernetzen und um das große Ziel zu erreichen, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, mehr Chancengerechtigkeit, das Thema weiter anzutreiben und mehr Chancengerechtigkeit herzustellen, indem wir Frauen die Sichtbarkeit schenken, indem wir Frauen miteinander vernetzen, die Möglichkeit geben, die Plattform geben, ihnen ganz viel Input geben. Und das ist eigentlich seit Anfang an unser Ziel und das hat sich auch nicht geändert. Melli,
unsere Gründerin und weiterhin Geschäftsführerin, die uns in München sozusagen die Stange hält, ist damals so ein bisschen selbst auf die Suche gegangen und hat nicht so richtig das richtige Netzwerk für sich gefunden. Damals ganz viele Old Boys Clubs und so, die es damals natürlich in erster Linie gab, und hat gesagt, irgendwie, ich glaube, in Hamburg am Baumwall war es, am Neuen Wall war es, glaube ich, hat sie gesehen, hier sind so viele Frauen, die irgendwie in Berufen stecken, aber wo sind die, wo tauschen die sich eigentlich aus? Und eine richtige Plattform hat sie damals, die richtig zu ihr gepasst hat, hat sie damals nicht gefunden, und damit ist sie selbst aktiv geworden. Und so ist aus einem am Anfang noch in Hamburg gestartetes regionales Netzwerk mittlerweile eins der größten Netzwerke deutschlandweit geworden. Wir haben mittlerweile 3000 Mitglieder. Das ist richtig, richtig toll, die wir täglich vernetzen miteinander. Und genau, so ist unsere Journey. Wir sind natürlich in ganz Deutschland und über die Grenzen hinweg. Ihr seht es heute an den Teilnehmerinnen, worüber die sich überall zuschalten. Also wir haben teilweise Nushus, die nach Shanghai gehen und sich dann digital dazuschalten. Also das ist ganz, 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 ganz breit gefächert. Auch in Wien gibt es mittlerweile Events. Also, aber so viel dazu, so viel zu unserer Gründungsgeschichte. Und nochmal ganz kurz auch zu dieser Exklusivität, was das Frauennetzwerk sozusagen anbietet. Warum sind wir eigentlich nicht für Männer offen? Wir haben gar nichts gegen Männer. Das ist ganz wichtig, einmal zu sagen. Sind mit vielen verbrüdert und verschwestert. Aber für uns war es eben, oder für uns die Erfahrung machen wir, dass es eben ganz wichtig ist, nochmal diesen Safe Space zu wissen, eben intern das einmal aus sozusagen viele Themen zu thematisieren und dann eben nach draußen zu tragen. Also es ist absolut nicht alternativ gemeint, sondern es ist einfach ja ein toller Zugang, und viele ja wünschen sich auch diesen Safe Space, und den haben sie bei Nushu allemal. Genau, so viel dazu. Laura, vielleicht an dich die Frage. Wir achten ja auf eine Ausgewogenheit der Branchen und des Positionsverhältnisses. Nun könnte man sich fragen, warum das so wichtig ist. Genau, vorher sehe ich hier gerade im Chat auch schon die Frage, woher kommt der Name? Die beantworten wir noch am Ende, aber ihr könnt natürlich währenddessen schon mal ins Raten kommen und eure Ideen in den Chat schreiben, da sind wir ganz gespannt. Aber genau, wir sind branchen- und positionsübergreifend, und das ist auch ganz bewusst so. Antonia hat es ja vorhin schon gesagt, unser übergreifendes Ziel ist es eben, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, und da soll keine Frau nicht die Möglichkeit zu haben. Das heißt, wir haben wirklich sehr vielfältig Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen in unserem Netzwerk, sei es Gründerinnen, sei es Frauen in Selbstständigkeit, aber auch Studierende, die gerade ins Berufsleben starten, bis hin zu Frauen, die in Führungspositionen sind. Und was sie alle vereint, ist das Ambitioniertsein. Das heißt, alle möchten sich wirklich sehr stark weiterentwickeln und sich gegenseitig stärken und eben dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, beiwirken. Und diese Vielseitigkeit ist auch etwas, was unser Netzwerk einfach sehr besonders macht, weil ich glaube, wir kennen es alle aus unterschiedlichen Bereichen. Je vielfältiger die Ansichten sind, die in das Netzwerk kommen, desto größer ist die Inspiration und desto mehr können wir von Erfahrung aus ganz unterschiedlichen Bereichen profitieren und ja, uns platt zu sagen, kochen nicht alle so ein bisschen in einer Suppe, beziehungsweise befinden uns alle in einer Bubble. Und deswegen achten wir wirklich auch in der Auswahl der Frauen, die sich für unser Netzwerk bewerben, auf eine sehr ausgewogene Verteilung, damit wir immer alle von der Vielfaltigkeit profitieren. Genau. Und ich sehe jetzt auch hier gerade weitere Fragen eintrudeln. Das ist ganz toll, dass es schon losgeht. Stellt sie bitte gerne in der F&A-Funktion, damit Antonia und ich die später nicht übersehen. Das wäre sehr schade, weil wir wollen euch natürlich alle Fragen auch beantworten. Ihr seht unten in der Leiste nochmal ein separates Feld dafür. Genau, Antonia. Und wir haben es jetzt schon so ein bisschen immer angeteasert. Warum gibt es denn Nushu? Was ist das Ziel von uns? Warum machen wir das alles?
Genau, das Ziel ist natürlich die Chancengleichheit herzustellen, vielen ambitionierten Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Ziele zu verfolgen und das zu tun, indem sie eben ganz individuell eben weiter in ihrem Beruf fortschreiten können und das eben mit dem Rückenwind aus dem Netzwerk. Das ist sozusagen, hört sich jetzt noch so ein bisschen groß an, aber wir erklären das auch gleich nochmal, wie das dann konkret im Einzelnen aussieht. Aber das ist natürlich unser Ziel. Uns ist das Thema Augenhöhe ganz, ganz wichtig. Das hat Laura ja eben kurz auch schon angesprochen. Also, dass sich alle auf einer Ebene eben treffen, sodass eben dann man sich austauschen kann und voneinander profitieren kann. Genau, das Netzwerken bei uns. Also Netzwerken hat ja viele Gesichter, würde ich sagen. Das der ein oder andere Event, wo man irgendwie so, wo es dann irgendwie heißt, jetzt macht mal. Bei uns sieht es irgendwie ganz anders aus. Was bedeutet eigentlich diese Networking Experience bei uns, liebe Laura? Genau, also abgesehen von unseren besonderen Werten, die für uns auch sehr wichtig sind und womit sich wirklich jedes neue Mitglied bei uns auseinandersetzen sollte, da gehe ich auch gleich mal drauf ein, versuchen wir natürlich in der Vielfaltigkeit unseres Netzwerks auch möglichst vielfältige Möglichkeiten für das Networking zu bieten, weil jede Frau tickt unterschiedlich, jede möchte unterschiedlich in Kontakt treten, manche sind extravertiert, manche sind eher introvertiert. Von daher haben wir viele, viele Events zu unterschiedlichen Tageszeiten, sowohl digital als auch in Präsenz in unterschiedlichen Städten. Da komme ich auch später nochmal im Detail drauf zu. Wir haben sehr unterschiedliche Themen, wir haben ganz verschiedene Ansätze, wir probieren auch immer sehr viel aus und setzen sehr stark auf moderiertes Netzwerken. Das heißt, ihr werdet eigentlich niemals unsicher dastehen, weil wir wirklich dafür sorgen, eine sehr umarmende Atmosphäre zu haben. Das macht auch unser Netzwerk aus, dass alle Nushus, die bei uns sind, wirklich sehr offen sind und überhaupt keine Berührungsängste haben und wie gesagt, sehr stark auch nach unseren Werten handeln. Das sind dann beispielsweise Werte wie mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Also das sollte jede wollen, die zu uns kommt. Wir behandeln uns gegenseitig mit größtem Respekt. Wir holen uns Unterstützung, wenn wir sie brauchen. Das ist auch wirklich in unserem Netzwerk der Fall. Es unterstützen sich alle sehr stark und sind sehr proaktiv. Wir sind verbindlich und zuverlässig miteinander. Wir leben den demokratischen Grundkonsens. Wir unterstützen uns gegenseitig und wir geben und nehmen. Und an diesen Werten könnt ihr auch schon ganz gut festmachen, ob Nushu denn das richtige Netzwerk für euch ist. Aber Antonia, wie findet man es denn raus, welches Netzwerk das richtige ist? Ja, wann seid ihr bei uns richtig oder wann sind wir vor allem das richtige Netzwerk für euch? Das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du Lust hast auf den Austausch. Das ist bei grundsätzlich allem steht immer im Fokus, dass du dich mit inspirierenden Frauen auseinandersetzen möchtest, die auf dem Weg nach ganz oben sind. Und Betonung liegt da auf dem Weg. Man muss nicht ganz oben angekommen sein. Ihr müsst uns nicht vorweisen, dass ihr eine bestimmte Leistung schon erbracht habt, um irgendwie zu uns zu passen, sondern die Ambition ist wichtig. Also man muss vielleicht was erreichen wollen, in welcher Form auch immer das ist, aber man muss eben nicht eine bestimmte Qualifikation sozusagen vorweisen müssen. Das Thema Augenhöhe hatten wir schon. Bei uns geht es nicht um fancy Jobtitel. Wir haben meistens bei unseren Events nur den Vornamen auf den Schildern stehen, damit eben keine Hierarchien entstehen, damit man ganz ohne Vorbehalt auf jemand anders zugehen kann. Stronger together ist, glaube ich, fasst es ganz gut zusammen. Also wir empowern einander, wir inspirieren einander, wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn das sozusagen die Grundsätze sind, die auch dich umtreiben und die du voranbringen willst, sozusagen, dann bist du bei uns ganz richtig. Deswegen mag ich auch immer dieses Wort Bewerbung auf unserer Website nicht.
irgendwie, es ist eben ein Formular, man muss sich am Ende dann doch irgendwie bewerben, aber es ist eben nicht keine klassische Bewerbung, in dem ihr uns was vorweisen müsst. Genau, und auch da ist es ganz wichtig, wir haben auch schon über Branchen- und Positionsunabhängigkeit gesprochen, also auch da, die Frauen kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, ob sie nun angestellt sind, ob sie in Gründung sind, ob sie solo-selbstständig sind, ob sie gerade in den Beruf eingestiegen sind oder sogar noch Studentin sind oder schon weit fortgeschritten in ihrer Karriere. Das ist absolut, findet man alles bei uns. Deswegen, der Fächer ist breit und gerade das ist uns eben so wichtig, dass man sozusagen ja, außerhalb der eigenen Bubble, dass man andere Frauen trifft, die man eben auf anderem Wege nicht so treffen würde vielleicht. Das dann, genau, und wenn du dir das wünschst, dann bist du wahrscheinlich ganz richtig bei uns. Klingt sehr gut. Mich hast du gefragt, Antonia. Ja, das habe ich gedacht. Genau. Aber das hört sich natürlich immer nach ganz, ganz viel an. Deswegen, Laura, was meinst du denn, wie viel Zeit sollte man für das Netzwerken und für die Membership bei Nushu sich nehmen? Auch das ist sehr individuell. Also im Prinzip, wie ihr möchtet und wie es euch passt. Manche nehmen nur sehr, sehr selektiv an Events teil. Manche sind bei jedem Event vertreten. Manche haben mehr Lust auf digital, manche mehr auf in-person und manche möchten das Netzwerk ganz anders nutzen. Das heißt, das kannst du gestalten, wie es für dich passt. Wichtig ist vor allem, dass du Spaß hast und dir wirklich die Sachen suchst, die auch zu dir passen und die dir taugen. Und dass du, also grundsätzlich zahlt sich Eigeninitiative natürlich immer aus. Das heißt, je mehr du dich einbringst, desto mehr wirst du davon auch profitieren und desto mehr Sichtbarkeit wirst du im Netzwerk auch haben. Das ist einfach so, aber ist auch definitiv kein Muss. Also das kann... könnt ihr machen, wie ihr mögt. Wichtig ist einfach Verbindlichkeit. Das ist auch ein sehr wichtiger Wert bei uns, dass du wirklich, wenn du dich für Events oder unterschiedliche andere Dinge anmeldest, da dann auch teilnimmst und das schätzt. Eine Empfehlung wäre, je nachdem, wie viel Zeit ihr aufbringen möchtet, dass ihr euch beispielsweise einen wöchentlichen Blocker setzt, in dem ihr sagt, okay, eine Stunde die Woche widme ich mich dem Netzwerken und den könnt ihr dann füllen, wie ihr möchtet. Weil wir wissen ja alle, wir haben alle sehr, sehr viel zu tun. Und das fällt dann eben doch gerne mal hinten runter, weil man sich eher um die tagesaktuellen brennenden Dinge kümmert. Von daher Blocker und dann läuft es, egal in welchem Ausmaß ihr den gestaltet. Genau. Voll, Melli sagt, glaube ich, in dem Punkt immer, wir sind in der Rush-Hour unseres Lebens. Ja. Das stimmt, glaube ich, für viele. Und deswegen ist da auch, muss man auch einfach immer gnädig mit sich selbst sein. Aber ich glaube, ein Blocker hilft da manchmal so dem eigenen Schweinehund. Ja, absolut. Wie mit dem Sport und all den anderen Sachen, ja. Sollte man auch fürs Netzwerken machen. Genau, wenn das jetzt für euch gut klingt, ist natürlich die Frage, wie könnt ihr denn Nushu-Member werden? Antonia, du hast immer mal von der Bewerbung, wir bezeichnen es jetzt einfach so, gesprochen. Wie funktioniert das denn? Genau, also das geht eigentlich ziemlich einfach. Also wie ihr seht es sozusagen sowohl auf unserer Website, da habt ihr den direkten Link zu diesem Antrag. Das ist so ein kurzes, so ein Formular, was ihr einfach einmal ausfüllen solltet. Einfach damit wir auch so ein bisschen wissen, wer will da eigentlich zu uns kommen, damit wir ein bisschen was von dir erfahren. Das schauen wir uns dann an, lesen das durch, gucken vielleicht auch mal in dein LinkedIn-Profil und schauen uns da alles Mögliche an, was du uns einfach geschrieben hast. Und wenn denn alles passt und wenn wir auch das Gefühl haben, wir können sozusagen deinen Anliegen gerecht werden, dann bestätigen wir diesen Antrag. Das geht auch innerhalb von wenigen Tagen häufig und dann kann es auch schon losgehen. Dann bekommst du Zugänge zu unserer App, von der wir auch gleich nochmal berichten werden. Dann bekommst du eine Event-Einladung oder eine Einladungslink zu einem Onboarding-Workshop, wo du dann schon andere neue Nushu-Newbies kennenlernen kannst. Also der Start ist, glaube ich, total easy und macht einfach, allein das macht schon total viel Spaß. Genau.
Und Genau. was dabei auch gut zu wissen ist, das haben manche, glaube ich, immer nicht so vor Augen, beziehungsweise ich gucke auch hier die ganze Zeit in die Fragen, da kommt sehr viel rein. Antonia, wir sputen uns jetzt, damit Ja, wir Fragen auch beantworten können. viele Fragen. Genau, bezüglich des Mitgliedschaftsbeitrags, heißer Tipp, ihr könnt das bei eurem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ansprechen, ob die Kosten übernommen werden. Da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein, aber dazu haben wir tatsächlich auch einen Beitrag veröffentlicht in unserem Magazin, den ich jetzt mal ganz kommentarlos in den Chat packe. Da könnt ihr euch das auch durchlesen und euch auch an uns wenden, damit wir euch da nochmal ein paar Tipps geben, wie das funktionieren kann. Genau, wie das Netzwerken funktioniert. Du hast gerade von dieser App schon gesprochen, Antonia. Erzähl davon doch gerne nochmal. Wie sieht Netzwerken bei Nushu neben den Events, von denen ich ja gerade schon gesprochen habe, aus? Genau, also vielleicht hat die eine oder andere es schon auf unserer Website den Hint gesehen. Wir haben unsere eigene App, Nushu Connect, sozusagen unser eigenes soziales Medium, über das wir ja kommunizieren können, in Kontakt bleiben können, uns gegenseitig Fragen stellen können. Da habt ihr sozusagen, sobald ihr Nushus werdet, habt ihr Zugang zu allen anderen 3000 Nushus, könnt die durchsuchen, könnt schauen, was ihre Expertise ist, wo sie arbeitet beispielsweise, wo sie wohnt, euch verabreden auf digitale oder Präsenz, Coffee Dates, wie auch immer. Das könnt ihr alles über unsere App machen, da kriegt ihr sofort Zugang, könnt euch zu allen Events anmelden, bekommt nochmal ja teilweise Inhalte on Demand, alle möglichen ja, Inhalte, die ihr über unsere App ja, einsehen könnt, aber natürlich das Allerwichtigste, direkt in Kontakt treten könnt mit anderen Nushus. Das muss nicht über uns laufen. Natürlich geben wir auch immer gerne Tipps, aber ihr könnt tatsächlich direkt euch da kontaktieren und müsst euch nicht sozusagen wie über LinkedIn oder sonst was nochmal extra connecten. Darüber freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das auch tut, aber ihr seid sozusagen automatisch connected, indem ihr alle Nushus seid. Hoffentlich ganz bald. Sehr gut. Genau, dann haben wir nochmal so was extra, ja, zum Thema Austausch, zum Thema ja, connected bleiben. Die sogenannten Nushu Verticals, liebe Laura, was hat es denn Ja, damit auf sich? die Verticals wir sind ja branchen- und positionsübergreifend. Das heißt, wir haben im Generellen, wenn wir unsere Events gestalten, natürlich allgemeinere Themen, die für alle relevant sind. Jetzt gibt es natürlich viele themenspezifische Dinge, die für Nushus relevant sind, und dafür haben wir Verticals. Das sind also themenspezifische digitale Hubs, in denen sich interessierte Nushus in Eigeninitiative vernetzen können. Das heißt, wir haben aus dem Netzwerk Leads, die dieses Vertical führen und regelmäßig Veranstaltungen zu dem jeweiligen Thema machen. Also ich habe ein Beispiel oder ein paar Beispiele, wäre zum Beispiel Nushu for Future. Hier dreht es sich um alle Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben auch ein Vertical für Startup-Founders. Hier finden sich alle Gründerinnen in unserem Netzwerk zusammen, aber auch für Selbstständige beispielsweise. Wir haben die Nushu Juniors. Wir haben das Vertical Mental Health. Also es sind war jetzt nur ein Bruchteil. Wir haben da einige von, ich glaube 12 oder 13. Aber das ist natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit. Einmal pro Jahr machen wir dann quasi wieder einen Call for Verticals, und da habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch für zu bewerben. Und damit sorgen wir dann einfach nochmal für Themen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen in bestimmten Bereichen. Und das führt mich dann auch nämlich direkt zu unseren Events, die ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Dazu erzähle ich euch auch sehr, sehr gerne nochmal was, weil das ist natürlich ja, das Spiel, die Spielwiese, über die ihr dann ins Networken kommen könnt. Wir haben den Ansatz Connect, Learn and Grow. Das heißt, wir möchten Möglichkeiten schaffen, in denen ihr euch gemeinsam verbinden könnt, gemeinsam wachsen könnt, aber eben auch lernen könnt und Wissen mitnehmen könnt und Impulse erhaltet, die ihr so im Alltag vielleicht, die euch nicht unbedingt über den Weg laufen. Und das machen wir eben in sehr regelmäßigen Events, die wir mit wirklich tollen SpeakerInnen besetzen, sowohl online als auch offline. Wir haben Dinner-Veranstaltungen. Wir hatten im letzten Jahr eine feministische Stadtführung. Das war auch total interessant. Wir haben unsere Nushu Nights in den unterschiedlichen Städten. Das wäre dann Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Wien. Überlege, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Antonia nickt.
Hier finden dann auch Netzwerkevents statt, also sei es auf Drinks am Abend oder alles andere, was ich auch gerade schon beschrieben habe. Und die besetzen wir dann ganz unterschiedlich mit Impulsvorträgen, mit Panels, mit Power Sessions oder ja unterschiedlichen Networking Games, die euch dann ja ins Netzwerken bringen. Ja, Frankfurt gibt's auch. Ich wusste, ich habe eine Stadt vergessen. Danke. genau, dabei ist uns wichtig, wir haben in diesem Jahr nochmal neu monatliche Überthemen definiert, weil es uns wichtig ist, euch, egal in welcher Branche oder Position ihr euch befindet, einen 360-Grad-Rundumblick zu geben, der euch dann in eurem Arbeiten, aber auch im Persönlichen beeinflusst, und haben deswegen in diesem Jahr uns entschieden, monatlich die Megatrends des Zukunftsinstituts als Oberthemen zu definieren, sowohl für unsere Events, aber auch unsere anderen Kommunikationskanäle. Das heißt, wir haben pro Monat einen Megatrend. Das ist jetzt im Januar zum Beispiel der Trend Gesundheit. Im Februar geht es weiter mit dem Thema Individualisierung, aber auch New Work ist dabei. Also es sind die langfristigen Trends, die uns alle so oder so in unserem Arbeiten, aber auch persönlichen beeinflussen werden. Und das werden wir in diesem Jahr in allem, was wir machen, immer wieder einbringen und thematisieren, was ja euch umso mehr nochmal neue Impulse mitgibt. Genau, dann wäre das alles zu den Events. Falls ihr da noch Fragen zu habt, könnt ihr das gerne in der F&A-Funktion stellen. Da kommen wir jetzt nämlich gleich zu, aber wir haben ja zu Beginn schon gefragt, was bedeutet Nushu? Ich gucke gerade mal im Chat, ob ich Antworten finde, aber Antonia wird es gleich auflösen. Genau, einige, ganz am Anfang wurde es schon gefragt und natürlich kommt die Frage häufiger, was heißt eigentlich Nushu, was steht eigentlich dahinter? Und ich liebe diese neue Schuhe, ja, könnte auch sein, genau, neue Schuhe, könnte auch sein, würde vielleicht nicht so ganz zu dem passen, was wir sozusagen tun. Nein, Nushu kommt aus dem Chinesischen. Ich spreche es wahrscheinlich immer noch falsch aus, aber Nishu ist sozusagen das chinesische Wort, was wir oder was Melli damals eingedeutscht hat und Nushu draus gemacht hat. Denn das ist die einzig existierende genderspezifische Geheimsprache weltweit, die es gibt. Und die gibt es tatsächlich. Nushu ist nämlich eine Geheimsprache, die von Frauen benutzt wurden, als sie im alten China keinen Zugang zu Bildung hatten, teilweise ihre Häuser nicht verlassen durften und dann diese Sprache, diese vereinfachte Sprache genutzt haben, um eben gegenseitig in Kontakt zu bleiben. Sie haben sich gegenseitig in die Handflächen geschrieben oder in Kleidungssäume genäht oder eben über einen Seidenfächer. Da gibt es nämlich ein Buch, der Seidenfächer, wo sie eben das draufgeschrieben haben und dann über einen Vermittler, einen männlichen Ally sozusagen, so viel zu, wir haben nichts gegen Männer, einen männlichen Ally, der eben diesen Seidenfächer übergeben hat zwischen zwei Frauen, die eben so die Möglichkeit hatten, in Kontakt zu bleiben und ihre Freundschaft weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ja, um diesen mutigen Frauen, die sich sozusagen über alle Widrigkeiten hinweg, ja, connected haben, sich in Kontakt geblieben sind, und um über die Jahrhunderte weg in Kontakt zu bleiben, hat eben Melli aus Nushu gemacht und dementsprechend unser Netzwerk so genannt. Das steht dahinter. Ja, da kommen schon die Damen. Ich mag die Geschichte auch einfach zu gerne. Aber weil wir jetzt keine weitere Zeit mehr verschwenden wollen, 34 Fragen sind Wow. in der F&A-Funktion. Laura, das wird ein Ritt, würde ich sagen. Würde sagen, kurz und knapp antworten, 10 Sekunden Genau, pro wir versuchen Frage. alles kurz und knapp zu antworten und da Ja. auf alle gebührend einzugehen. Ich würde sagen, die erste Frage ist direkt auch an dich. Wie häufig finden persönliche Treffen in München statt? Ja, wir sind mindestens einmal pro Quartal in München. Wir haben aber tatsächlich jetzt in diesem Jahr auch ein neues Format gemeinsam mit unserem Partner Ruby. Das sind Afterwork-Drinks im Ruby Hotel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. In jedem Fall ist es eine wunderschöne Bar mit sehr leckeren Drinks und werden in München daher alle 2 bis 3 Monate sein oder sogar jeden Monat. Das variiert dann immer so ein bisschen von Monat zu Monat. Im Sommer beispielsweise haben wir ein bisschen weniger Events, Frühjahr und Herbst
Winter dann wieder mehr, weil im Sommer sind einfach viele im Urlaub und verbringen die Zeit gerne draußen in der Natur. Das variiert dann immer so ein bisschen. Aber München und Hamburg gehören auf jeden Fall zu den größeren Städten, in denen wir sehr stark vertreten sind. Und hier gibt es auf jeden Fall regelmäßig Networking-Events. Genau, und Antonia, es kommen hier auf jeden Fall auch ein paar Fragen zum Thema nochmal, wie ist unser Netzwerk eigentlich aufgebaut, wie ist die Altersstruktur, welche Branchen kommen vermehrt vor? Magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Genau, ja, total gerne. Also erstmal zur Altersstruktur. Das ist, die ist also tatsächlich auch da relativ breit aufgestellt. Also ich würde sagen, von Ende 20 bis ja, 45 ist sozusagen der Kern. Natürlich ist rechts und links gibt es auch noch weitere Nuschus. Also wir haben keine Altersgrenze. Altersgrenze. Ich würde sagen, es ist so normal verteilt in dieser Range. Und dementsprechend, ja, also ich glaube, ja, wir haben alle möglichen Altersstrukturen dabei und auch da ist es eben dieses auf Augenhöhe sich zu begegnen. Aber genau, es ist, glaube ich, so in den 30ern ist sicherlich die Kerngruppe, wie gesagt, genau. Das zum einen und dann zu den Branchen, die vermehrt, wie ist die Frage, die Branchen, die vermehrt vorkommen, wenn ja, welche sind da Vorreiter? Also grundsätzlich achten wir darauf, dass es eben möglichst einheitlich bleibt, also möglichst ausgeglichen. Das liegt uns sozusagen sehr am Herzen, weil wir eben nicht einer bestimmten ja, Berufsgruppe auch die in den Fokus setzen wollen, dadurch, dass sie einfach vermehrt da ist. Natürlich gibt es einige sozusagen, wo Nutus mehr beschäftigt sind. Wir haben viele Frauen, die in der Beratung sind. Wir haben viele Frauen, die im Marketing sozusagen und HR-Bereich tätig sind. Aber was die Branchen angeht, natürlich total breit. Und da ist absolut kein Fokus, den wir gesetzen und eben da auch total drauf achten. Auch das, deswegen gibt es sozusagen diese Einstiegshürde. Weil wir eben darauf achten, dass es eben ausgeglichen bleibt. Sehr gut. Und ich denke, das beantwortet auch ein bisschen die Frage von der Verteilung Young Professionals zu Seniors und Managers. Also wie gesagt, wir sorgen immer für eine sehr ausgeglichene Gestaltung des Netzwerks. Das heißt, hier ist auch wirklich alles dabei in sämtlichen Berufsbereichen und wie gesagt auch viele Gründerinnen und Selbstständige etc. Das ist sehr ausgeglichen bei uns. Und das führt auch so ein bisschen zur nächsten Frage, was unterscheidet uns vom Panda-Netzwerk? Und hier war schon eine Zuhörerin, Luisa, sehr Aber fleißig gut, und hat das Luisa, weil beantwortet. Sehr cool, kennst danke für den Support. du Das ist schon mal der richtige Wert, unterstützen. auch. Nee, genau, also das ist tatsächlich so, Panda setzt vor allem auf das Thema Leadership. Leadership ist bei uns natürlich auch ein Thema, was wir immer wieder mit drin haben, weil wir, wie gesagt, auch viele ambitionierte Frauen haben, die sich mit dem Thema Leadership beschäftigen. Aber wir haben auch in sehr, sehr vielen anderen Bereichen, beispielsweise durch die Verticals, aber auch durch die Megatrends, die wir jetzt monatlich haben, nochmal viele, viele andere Thematiken, die wir bedienen und sind auch in unseren Positionen und Branchen nochmal wesentlich breiter aufgestellt. Und das ist so der zentrale Unterschied zu Panda. Und wir haben ein Paid-Membership-Modell, das hat Antonia ja vorhin auch schon erläutert, eben weil wir eine Masse an Events jährlich darbieten. Also im letzten Jahr waren es beispielsweise 180 Events mit Verticals, Online-Events und In-Person-Events und auch die exklusive App haben, über die ihr miteinander in Kontakt treten könnt und wir damit wirklich ein sehr schönes, ja, wir sagen immer Nushu-Versum bieten, von dem ihr Teil werdet mit super vielen Möglichkeiten, beispielsweise auch Journeys mit Unternehmen, die wir veranstalten. Das sind mehrwöchige Weiterbildungsprogramme, für die ihr euch dann bewerben könnt, beispielsweise die Leadership Journey mit der Deutschen Bahn. Genau, also da gibt es sehr vielfältige Dinger oder ein Mentorship-Programm hatten wir jetzt. Also es ist sehr viel, ihr merkt, es kommt immer noch und, was wir bieten und müssen damit natürlich auch unser Geld verdienen, um es ganz klar zu sagen.
Genau, dann gehen wir mal weiter zu der nächsten Frage, damit wir noch möglichst viele beantworten. Es ist echt Wahnsinn, wie viel von euch kommt. Richtig Ja. toll. Genau, auch nochmal eine Frage, die sozusagen zu den Online-Sessions, Workshops ist: Wie divers sind da die aufeinanderfolgenden Themen? Ich glaube, vieles haben wir schon angerissen. Vielleicht nochmal zu der Frequenz, einfach noch was Kurzes, Laura. Genau. Genau. Also wir haben alleine, also genau, sehr diverse Themen. Das liegt eben zum einen, wie ich vorhin schon erläutert habe, an den Verticals, die wir haben, die wirklich in unterschiedlichsten Bereichen Themen abdecken. Und wir haben so grob immer 6 unterschiedliche Vertical-Veranstaltungen pro Monat, plus Online-Veranstaltungen von unserer Seite. Das sind dann meistens so, ja, 2 bis 4. Auch hier kommt es immer darauf an, ist es Sommer, ist es Winter, in welcher Jahreszeit befinden wir uns gerade. Und durch die Megatrends, die wir im nächsten Jahr haben, sind wir dadurch natürlich auch sehr divers in den Themen aufgestellt, auch wenn es aber immer Themen gibt, bei denen wir merken, okay, die stoßen einfach auf sehr viel Anklang und sind sehr gefragt, beispielsweise Leadership, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber auch Themen um die persönliche Weiterentwicklung, das gute alte Imposter-Syndrom, das wir alle kennen. Also das sind Themen, die wir wirklich fortlaufend auch immer wieder bei uns führen und dann aber auch immer wieder mit neuen Impulsen ergänzt. Genau, dann gehen wir mal weiter zu den nächsten Fragen. Oh, sehr spezifisch. Gibt es auch LinkedIn Top Voices, die Mitglied sind? Wie qualitativ ist das Netzwerk? Ich frage mich, ob LinkedIn Top Voices, ja, also ist natürlich eine absolute Auszeichnung, aber ob das automatisch auf eine Qualität oder auf eine mindere Qualität von anderen Rückschlüsse ziehen, ob man da Rückschlüsse ziehen kann. Also LinkedIn Top Voices, ich kenne da tatsächlich ein paar, allerdings weiß ich gar nicht, wie viele das sind. Also Lunia Hara beispielsweise hatten wir als Speakerin, ist auch Teil, ist uns ganz stark verbunden. Und natürlich qualitativ, also ich finde, die Qualität hat immer ganz, ganz viel mit dem tatsächlichen Tipps zu tun, nicht mit irgendeiner, das haben wir auch vorhin schon so ein bisschen erläutert, nicht mit einer bestimmten, ja, einer bestimmten Position, sondern ganz, ganz viel mit dem individuellen Tipp, den man erhalten kann. Also da kann ich nur aus unserer Erfahrung sagen, dass das in diesem Sinne qualitativ sehr, sehr hochwertig ist. Genau, liebe Lena. Genau, in diesem Sinne, vielleicht beantwortet das schon ein bisschen die Frage. Auf jeden Fall. Und ich meine, du hast ja auch zu Beginn schon gesagt, dass bei uns das auf Augenhöhe sein vor allem wichtig ist und weniger was hast du jetzt gerade schon erreicht? Und letztendlich haben wir ein sehr hochwertiges Netzwerk. Wir haben viele Ambassadorinnen auch in unserem Netzwerk, die sehr inspirierend sind und uns sehr, sehr stark unterstützen. Das ist toll. Von daher, ja, die Qualität ist da. Kann man selbst im Netzwerk mitwirken, Trainings und Vorträge anbieten? Ja. Würde ich mal sagen. Soll ich? Willst du, Antonia? Oder ich Nee, fange das ist mal an und du ergänzt. Vielleicht genau. vergesse ich ja was. Wir müssen so ein Genau. bisschen, glaube ich, auf die Tube noch weiterhin drücken, aber genau. Okay, ich mache schnell. Also du kannst in unterschiedlichster Art und Weise im Netzwerk mitwirken. Eine Möglichkeit sind, wie gesagt, die Verticals. Unsere Verticals laden zum Beispiel auch sehr gerne SpeakerInnen ein, je nachdem, wie das Event gestaltet ist. Und auch wir selbst haben in unseren Events immer mal Nushus als Speakerin, weil letztendlich haben wir ein sehr, sehr tolles Netzwerk und die möchten mir auch die Bühne geben. Das heißt, wenn du dich speziell einbringen möchtest und mitwirken möchtest, kannst du dich einfach direkt an uns wenden und uns davon erzählen. Und dann schauen wir immer sehr, sehr gerne, was sich daraus ergibt, weil das ist natürlich, wie gesagt, am allerschönsten, wenn im Netzwerk schon alles da ist und wir damit sehr gut arbeiten können. Dann kommt hier noch eine Frage: Wie hilft mir das Netzwerk im Ausbau meiner Selbstständigkeit und der Akquise von Kunden? Auch eine sehr interessante Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch andere Gründerinnen haben, mit denen du dich austauschen kannst, auf allen verschiedenen Ebenen. Wie machen die es? Es gibt tatsächlich richtig ganz, ganz ja, konkrete Workshops, wie man sozusagen seinen Social Media Aufbau ausbaut. Und so, und da gibt es ganz, ganz, ja, da ist es ganz, ganz dicht sozusagen. Gleichzeitig weise ich aber auch immer darauf hin, und da sind wir auch ganz ehrlich sozusagen, wir sind keine Werbeplattform. Also wir können
nicht sozusagen das gewährleisten, dass hier die eine oder die andere hier gegenseitig ihre Dienstleistungen oder Produkte einfach hin und her schiebt. Ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache und das wird auch euch einen auch langfristig nicht wirklich nach vorne bringen, sondern wirklich sozusagen fundiert Wachstum zu schaffen und das einfach, um gegenseitig voneinander zu lernen. Ich glaube, das steht total im Vordergrund. Natürlich wird man automatisch auch, wenn man viel reingibt, auch präsenter sozusagen. Wir geben auch ab und zu eine Sichtbarkeit drauf. Wir haben gerade unseren Adventskalender gehabt, wo wir verschiedene Produkte auch aus unserem Netzwerk vorgestellt haben. Also das kommt natürlich auch vor, aber ich glaube, das Nachhaltige ist wirklich sozusagen das Gegenseitige oder Miteinander wachsen. Ein View ins Portal geben, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ihr könnt es euch vorstellen, einfach als sozusagen als ja, Auflistung verschiedener Profile, wo jeder so ein bisschen ja, ausfüllen kann, was ihre Expertise ist, zu welchen Themen sie sich Austausch wünscht. Danach könnt ihr durchsuchen und direkt, da gibt es so einen Button, Get in Touch. Und dann könnt ihr eben über verschiedene Wege mit ihr in den Kontakt treten. Genau. Und wir haben auch unterschiedliche Möglichkeiten der Interaktion und Kommunikation über Channels, über die wir kommunizieren genau. können. Ich sehe, die Zeit rennt. Genau. Aber da kannst du uns auch gesondert nochmal im Nachgang fragen. Wir sind auch so gerne noch für Fragen da. Wie umfangreich ist dieser Onboarding-Workshop, Antonia? Da bist du direkt bei dem Thema. Tatsächlich moderiere ich den auch. Also wir werden uns voraussichtlich wiedersehen, wenn ihr euch denn dazu entscheidet, zu uns zu kommen. Genau, das sind 1,5 Stunden. Wir bieten zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten das auch an, dass sich jeder das so ein bisschen einrichten kann in ihrem Kalender. Das sind 1,5 intensive Stunden. Die Zeit verfliegt immer so schnell. Ich kann es immer kaum glauben, aber 1,5 Stunden, alle möglichen Fragen rund um das Netzwerk, aber eben auch ganz tief einzusteigen in den Kontakt mit den anderen Nushos und die kennenzulernen natürlich direkt. Nach welchen Kriterien werden Partnerunternehmen ausgewählt und welche Rollen spielen diese? Genau, also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die sozusagen das Thema weiter nach vorne bringen, die mit uns da übereinstimmen, dass die sich ganz konkrete Ziele gesteckt haben, was Diversity angeht, was Frauen in Führung angeht, etc. etc. Also da sind wir mit vielen Partnern schon seit Beginn unserer seit Gründung da im Austausch und arbeiten zusammen. Teilweise machen wir gemeinsame Events, teilweise diese Journeys beispielsweise gestalten wir gemeinsam mit unseren Unternehmenspartnerschaften. Die Leadership Journey zum Beispiel machen wir mit der Deutschen Bahn zusammen und profitieren da auch von den sozusagen Insights der Speakerin von deren Seite. Und also wichtig ist uns da einfach, dass sie mit wirklich das Thema mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, mehr Frauen in Führung zu bringen, Frauen zu unterstützen auf ihrem Weg, dass diejenigen, die das irgendwie mit uns voranbringen wollen, mit denen arbeiten wir dann auch gerne zusammen. Jetzt sind noch ein paar Fragen offen, aber wir befinden uns leider kurz vorm Ende. Von daher aber erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für alle, die jetzt noch Fragen hatten, die unbeantwortet waren, ihr könnt euch natürlich immer an uns wenden und die Fragen stellen. Ihr könnt auch mit der lieben Antonia noch ein Kennenlerngespräch führen und dann noch darüber hinaus Fragen stellen. Und ansonsten würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ganz viele neue Frauen in unser Netzwerk treten und sage von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss und übergebe aber auch nochmal an Antonia, du willst bestimmt auch noch was sagen zur Verabschiedung. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich dabei wart, dass ihr alle eure Fragen gestellt habt. Ich freue mich total auf jede einzelne von euch. Und wenn ihr Fragen habt, fragt sie einfach noch. Hello@teamnusho ist sozusagen die Mail für alle Fälle. Und wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend euch. Danke.